Obstkorb und Kicker beiseite. Platz für Studio Fechter. Gemeinsam ändern wir die Sichtweise auf klassische Marketingmaßnahmen und debattieren über zukunftsorientierte Kommunikation. In unserer Turnhalle stehen Nachhaltigkeit und hochwertiger Inhalt stets im Vordergrund. Dazu gibt's aber auch immer eine gehörige Portion Werbefails und aktuelle News rund um die vielfältigste Bubble der Welt. Und nun ab in die Turnhalle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Studios hier in Fechter. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns, dass wir dabei sind. Wir freuen uns, dass Johannes heute unseren Live-Schnitt macht. Vielen Dank, Johannes. Und ich möchte ganz herzlich den Besten der Besten begrüßen, unseren Julian. Oh. Ey, mit sowas kann ich überhaupt nicht umgehen, ey. Aber vielen Dank, Dennis, für die Blumen. Ja. Ich freue mich natürlich auch wieder neben dir zu sitzen. Und im Vorgespräch, du bist ja Lehrer. Und unsere Azubis sind jetzt bei der Schule. Bleibt man eigentlich immer Lehrer? Ja, das habe ich mich gestern auch gefragt, wo du das gesagt hast. Bleibt man immer Lehrer? Ich glaube, man bleibt immer Lehrer. Oder? Ja. Wenn du jetzt immer Golfer warst, Golf gespielt hast und dann einmal spielst du Fußball, bist du ja auch noch immer Golfer. Ja. Ist eigentlich auch eine eigene Definition. Also genau. Man definiert sich dann ja darüber. Ich übe den Beruf nicht mehr aus, so genau. Kann man es vielleicht sagen. Okay. Genau, aber unsere Ausbildung bleibe ich das. Unser Azubis sind jetzt angefangen, ne? Ja. Schule. Montags, dienstags, ab nach Oldenburg. Ja. Und das Coole ist, sie sind nur zu siebt in der Klasse. Und zwei von RPLC. Zwei von das RPLC. Ist schon. Also Johannes, wie ist der prozentuale Satz da von RPLC? So, bei sieben. Zwei sind da. Wie viel Prozent sind das? 35. Falsch. Auf jeden Fall, wenn die beiden mal fehlen, können sie die Klasse schließen. Ja. So. Naja, Schwamm drüber. Heute haben wir nämlich ein cooles Thema. Das steht bei uns auf der weißen Tafel, die ihr nicht seht. Und zwar, welcher Social-Media-Kanal macht für mein Unternehmen Sinn und welcher nicht? Kann man das eigentlich so sagen, welcher nicht? Ja. Okay. Weil das ist ja genau deine Expertise, ne? Genau. Also, wo ich ein Freund bin, ja. Wir haben ja jetzt auch ein bisschen Erfahrung in dem, was wir machen. Und wir haben ja sonst immer ja, eine Präsentation gemacht, so mäßig. Hier, das kann man alles machen, das kann man machen. Aber ich habe irgendwie herausgefunden, dass man gar nicht so viel präsentieren muss, sondern dass man eigentlich mehr fragen muss, um herauszufinden, okay, ist das, was sie jetzt gerade da machen, überhaupt sinnig? Weil letztendlich will ich immer Mehrwerte verkaufen. Ich will nicht einfach hier Film und sehe zu oder hier Foto und denke, boah, jetzt haben wir was verkauft oder so, sondern es muss irgendwo auch finanziell Sinn machen. Ja. Und da habe ich so die Idee bekommen, dass es eigentlich immer ganz gut ist, zu fragen. So, und nach dem Motto, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, ist so. Okay. Ist einfach so, weil viele Unternehmen sind, glaube ich, auf Social Media und wenn du die fragst, ja, was ist denn so dein Ziel dahingehend? Ja. Ich will dabei sein. Ja. Ich will auch mit dabei sein. Und wie viel gibst du dafür aus? Nichts. Gelogen. Ja, genau. So, weißt du? Ja. Dann kannst du ja gucken, du gehst dann bei denen auf Instagram zum Beispiel und siehst, okay, im letzten Jahr haben die 100 Posts gemacht. So, dazu haben die also Fotos gemacht, die sind dann irgendwo hingefahren, haben ein Foto gemacht, haben dazu einen Text geschrieben. So, und wenn einer von diesen Posts, sage ich jetzt mal, eine Stunde braucht, dann hast du 100 Stunden damit vollbracht, sage ich jetzt mal. Und wenn du der Geschäftsführer bist, 100 Stunden von einem GF ist nicht nichts. Genau. Weißt du? Ja, aber selbst auch von einer Marketingabteilung oder keine Ahnung, irgendjemanden, ja. Ist es nicht nichts. Ja, ja. Und das ist teilweise, wenn wir dann über 500 Euro reden, dann denke ich mir so, okay, also die Kosten von der Marketingperson, das ist, ja, also, weißt du? Das ist viel aus viel weiter, also viel mehr. Ja. Ja, ja. Genau. Und dahingehend, bevor man sagt, welcher Kanal passt zu deinem Unternehmen, muss man sich als allererstes mal fragen, okay, was ist mein Ziel? So, was möchte ich kommunizieren? Weil alle Social Media Plattformen sind nur dazu da, Reichweite für dein Thema, dein Ziel zu generieren. Und dann muss ich mich ja erstmal fragen, warum bin ich auf Social Media und was ist mein Ziel damit? Ja. Und dann, ich möchte
eine Million Bewerbungen im Monat bekommen. Okay, geiles Ziel. Mhm. Was ist dein Budget? 5 Euro. So. Ja. Weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Genau. Und da muss man auch teilweise einfach ehrlich mit sich selber sein. Man sagt, okay, ich habe das Ziel, dass ich Bewerbungen über Social Media bekommen will. Und das wäre schön, wenn ich 5 bis 6 im Monat dafür bekomme. Und dafür bin ich bereit, 1.500 Euro auszugehen. Ja. Zum Beispiel. Ja. So, und dann kann man auch arbeiten. Ja. So, jetzt haben wir ein Budget, wir haben ein Ziel, so diese beiden Themen. Und jetzt muss man gucken, okay, wo kann ich dieses Budget, was ich habe, am effektivsten für dein Ziel einsetzen? Mhm. Und dahingehend sind die Social Media Plattformen, jede Social Media Plattform hat andere Zielgruppen, hat andere Formate, wie Sachen kommuniziert werden. Und das würde ich einmal gerne zusammen mit dir und unseren Zuhörern zusammen durchgehen. Darf ich dich vorher was fragen? Was ist denn jetzt eine Social-Media-Plattform? Also ist klar, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, Snapchat. Gehört Pinterest auch dazu zum Beispiel? Ja, gehört auch dazu. Okay. Und aber WhatsApp auch? Ja. Theoretisch eigentlich gehört, schon. Ne? Es gibt ja dazu auch so Social-Media-Gruppen, also bei WhatsApp und sowas, ne? Ja. Also ich war an der Uni Vechta, war ich mal zu einer Vorlesung von einem Facebook-Manager, der Deutschland betreut. Und der Facebook-Manager hat erzählt, dass es grüne und blaue Länder gibt. Und da habe ich schon gedacht, so grüne und blaue. Es gibt Länder, wo Facebook Messenger, also der Facebook Messenger als Hauptkommunikationstool benutzt wird. Und es gibt grüne Länder wie Deutschland, die WhatsApp als Hauptkommunikationstool benutzen. Und es gibt ja auch immer mehr Firmen, die das auch für sich nutzen. Mit WhatsApp My Business, wo man mit einer Firma schreiben kann, wo man Gruppen machen kann genau, zu Themen. Ja, ja. Also das wird auch da schon als Social-Media-Tool benutzt. Okay. Aber was ich halt mega interessant fand, so dass zum Beispiel in Frankreich benutzen die Facebook Messenger wie WhatsApp in Deutschland. Lustig, ne? Also, obwohl man ja sagt, also das ist ja wieder so wo du dich immer aufregst, Facebook nutzt doch keiner mehr. Boah, Facebook will doch, ist doch keiner mehr drin. So, ja, ne? Und das ist ja also eigentlich totaler Blödsinn, ne? Ja. Warum macht man das? Ich weiß es nicht. Aber allein über Instagram, also weißt du, Instagram gehört zu Facebook, also zu Meta, sind wir auch bei Facebook. Ja. So, und also wenn wir es jetzt mal rein faktisch mitbringen, dass die größte Social-Media-Plattform der Welt ist immer noch Facebook. Echt? Hätte ich gar nicht gedacht. 2,9 Milliarden aktiven Nutzern im Monat. Also das ist schon krass. Platz 2 ist YouTube mit 2,5 Millionen Advertising Reach, sagt man da. Millionen oder Milliarden? Milliarden. Und YouTube, das will ich auch nochmal dazu sagen, YouTube im traditionellen Sinne ist keine Social-Media-Plattform, sondern es ist eine Suchmaschine. Mhm. Also nach Google ist das die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Ich nutze die fast nur noch. Ja, so und aus der Suche kann Social-Media entstehen. Mhm. So, man hat sich 100 Videos von dir über Keyboard angeguckt, weil man nach Songs gesucht hat oder was weiß ich, wie spiele ich die auf dem Keyboard und durch die Suche wird das dann irgendwann, boah, Dennis ist cool, der ist ein Experte, dann kommt die soziale Komponente dazu, dass man Kommentare macht und was weiß ich. Ja, WhatsApp Platz 3, Platz 4 Instagram, Platz 6 jetzt schon TikTok. Dann wie viel haben die? Steht auch eine Zahl? TikTok? Ja. Hat Ad Reach 1 Milliarde. Boah, ist auch echt viel, ne? 1 Milliarde. TikTok. Das ist schon. Sie an Werbeeinnahmen machen. Oder kann man da gar nicht Werbung machen? Doch kann man. Kann man. Und momentan ist es sogar noch relativ günstig. Platz 15, Pinterest. Mit 463 Millionen Monthly Active Users. Also, das sind alles Zahlen, Daten, Fakten. Ich weiß, per Audio ist das manchmal schwer. Und auch hier im YouTube-Video sich diese Zahlen vorzustellen und dieses Ranking, geht mal auf
dataportal.com und da findet ihr alle Zahlen, Daten, Fakten und könnt euch das mal angucken. Was ich komisch finde, dass LinkedIn da überhaupt gar nicht bei ist. Ja. Das, also das, weil in der Bubble der Geschäftsführer ist ja, oder der Vertriebler, LinkedIn das als der wichtigsten Tools, aber ist es das überhaupt? Fragezeichen. Von der, ja, von der Größe halt. Na, es kommt ja immer darauf an, genau, was ist mein Ziel und ja. Also kann auch seine Daseinsberechtigung haben, genau. Hat es aber nicht in den Top 10 geschafft sozusagen. Genau, hat es nicht in die Top 10 von der Masse an Interaktionen, Leuten, die auf dieser Plattform sind. Also hat es da nicht drunter geschafft. Also das hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Ja. Weil wir haben viel mit Businesskunden zu tun und die benutzen das als ihr Hauptakquise-Tool. Xing gibt es ja auch noch. Xing gibt es auch noch. Ja. Wobei ich sagen muss, teilweise bei LinkedIn, das ist jetzt persönliche Meinung, dieses Angeschrieben oder Anschreiben von Leuten, die ich nicht kenne, mit so vorgefertigten, automatisierten LinkedIn-Nachrichten mit ich bringe dein Business jetzt von 0 auf 1000. Also, ja. Ja, das ist das schmettert an mir ab wie sonst was. Das mache ich auf und mache ich direkt wieder zu, weil ich merke direkt, das ist reiner Vertrieb und der will mir jetzt was verkaufen. Genau, ob du jetzt antwortest oder nicht, ist ihm völlig latte. Es geht ihm nicht um dich, sondern es geht ihm einfach nur... einfach raushauen. Genau, und vielleicht sind ja... Also ich habe mal so eine Studie gelesen, ich kann sie jetzt auch gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich sie her habe. Nennt es einfach jetzt Gequatsche. Auf jeden Fall, dass diese Erfolgsquote im Promillebereich liegt. Das, okay. Dass einer antwortet und sagt, geil, bin ich dabei. Also im Promillebereich. Und das ist ja, dann denken die sich, okay, umso mehr ich raushaue, ja. Umso höher wird ja dann die... Aber warum machen die das? Zum Beispiel, wir kriegen ja auch, ich meine, wir sind eine Kommunikationsagentur, ja? Und gehen damit ja auch nach draußen in der Kommunikation. Und trotzdem kriege ich in meinem Postfach, hey, wir sind eine Kommunikationsagentur, ich habe gerade gelesen, du bräuchtest noch, weißt du, du brauchst Kommunikationshilfe. Hä? Ich kann dir helfen. Aber, weißt du, ich verstehe das gar nicht. Manchmal hauen die einfach raus, ne? Ja, und für mich ist das eher kontraproduktiv als produktiv, weil ich denke mir dann so, okay, du hast jetzt gerade die Informationen zu dem falschen Empfänger geschickt. Ja, genau. Und das ist eher unprofessionell als von Vorteil. Ja. Aber interessant. Ja, und ich würde jetzt gerne einmal darauf eingehen, weil wir das ja auch oftmals zurückgespiegelt bekommen. Ja, lass uns mal auf Instagram gehen. Oder lass uns auf Facebook gehen, lass uns auf YouTube gehen, lass uns auf LinkedIn, TikTok, whatsoever. Aber was macht denn Sinn, warum man auf diese Plattform geht? Weißt du, du hast ja ein Ziel. Ich möchte jetzt meine Sonnenbrille verkaufen. Mhm. Das möchte ich auf Social Media ein bisschen pushen, das Thema. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Weil letztendlich, wir haben jetzt ein Budget von 1.500 Euro. Das machen wir jetzt dann zum Beispiel mal mit Zeit. Und du wirst... Also es ist nicht am effektivsten, einfach überall erstmal zu sein, weil eine Sonnenbrille über Podcast, vielleicht geht das auch. Aber geht bestimmt. Aber es ist halt schwieriger. Ja. Da gibt es ja extra Plattformen, wo so ein Inhalt besser funktionieren würde als jetzt bei Podcast. Und da würde ich gerne mal auf die einzelnen Plattformen eingehen, was so die USPs von denen sind und was man da so machen könnte. Mhm. Und du hast es gerade schon gesagt, Facebook, sagen die meisten, ja, das ist tot. Da sind jetzt meine Oma und Opa. An dieser Stelle schöne Grüße an meine Oma, die ist auch auf Facebook. Aber ich bin auch auf Facebook mit unseren Gruppen. Ja. Ja, und da, wie gesagt, da sage ich jetzt mal einfach nichts zu. Benutz mal einfach deine Gruppe, die du jetzt hast. Wozu benutzt du die und was sind da die Mehrwerte von Facebook? Also die Gruppe benutze ich, um. Erklär erstmal das Thema. Ach so, ja, genau. Es geht um Keyboards und wir haben sogar vier Gruppen oder fünf sogar, wo alle aus meiner Bubble das Keyboard-Spiel, also alles Keyboard-Spieler oder Piano-Spieler und es ist eine Interessensgemeinschaft. So, und die Interessensgemeinschaft tauschen sich halt über die Gruppe aus. Quasi wie eine WhatsApp-Gruppe auf Facebook, so muss man es einfach sagen. Und auf wie viele, also das allein
Zielgruppenzugriff, ne? Ja. Wie wertvoll ist das für Unternehmen? So, mega. Wenn ich Keyboards verkaufe und ich kann in einer Gruppe, habe ich alle Leute drin, ja, die Keyboard spielen wollen, ja, und nur auf das neueste Keyboard warten, und ich habe Zugriff auf die durch eine Gruppe. Ja. Kann die Gespräche lenken, ja, kann zum Beispiel bestimmte Fragen, kann die Community sich teilweise... Jeder kann sich beteiligen. Es ist eine interaktive Gruppe sozusagen, ja, ne? Was ich auch gut finde. Ne? Also der eine hat ein Problem und andere lösen das für dich. Genau, wie so ein Forum. Genau, wie so ein Forum. Und dann macht da mal jemand wieder ein Video kurz rein, wie er da am Keyboard spielt oder so. Alle sind happy und freuen sich. Das finde ich super. Also Facebook nutze ich auch eigentlich nur dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das ist ein super valides Beispiel, wo man auch direkt Riesenmehrwerte für sein Unternehmen generieren kann. Also Facebook-Gruppen bin ich Riesenfan von. Ja, gibt es auch für Autos? Für alle Themen. So, für Angler? Für Berufskraftfahrer. So für Fechter. So, ja. Also es gibt ja, teilweise kann man dann ja thematisch einfach gucken, ey, ich brauche jetzt, Studio Fechter, machen wir Fechter-Beispiel, ich brauche hier jetzt eine bestimmte Stelle. So, was gibt es für Möglichkeiten? Zeitung, dann habe ich Zugriff auf Leute aus Fechter. Aber ich könnte auch gucken, Facebook, gibt es eine Gruppe Fechter? Habe ich mal gesehen, da sind 15.000 Leute drin. Dann sag doch mal einfach in dieser Facebook-Gruppe, hey, wir sind Unternehmen XY, wir suchen so und so. Ja. Dann hast du auf 15.000 Leute, weil in dieser Gruppe ist keiner aus Osnabrück. Ja. Da sind ja nur Leute aus Fechter. Da hast du direkten Zielgruppenzugriff. Ja. Was du bei anderen Plattformen einfach nicht hinbekommen könntest. Sowas könntest du nicht bei Instagram, nicht bei LinkedIn, nicht bei Twitter, nicht bei YouTube. Ja. Bei keinen von diesen anderen Plattformen könntest du diesen Community-Gedanken so krass spielen wie bei Facebook. Bestimmt. Und das habe ich mir auch genau aufgeschrieben. Zielgruppenzugriff und Beziehungen aufbauen durch Interaktion. So, Instagram. So, wenn du an Instagram denkst, was kommt dir da so als erstes in den Kopf? Also, was würdest du sagen, auch wie ist das gestartet? Ich bin ja noch nicht so lange bei Instagram. Ich war mal ganz lange bei Instagram, bin ich wieder rausgegangen, weil mir das auch nur auf den Keks ging. Mhm. Für mich war Instagram immer so Susi und Tim, gut aussehende Athleten, sind in Dubai im Hotel und zeigen, wie sie eine Weltreise machen und sind dann halt wieder in so einem richtig geilen Hotel und sagen, hey, wir sind gerade hier und machen gerade, weißt du, Reisevlog. Ja. Das war für mich damals Instagram. Ja, Storytelling so mäßig. Ja, genau, das haben aber irgendwie alle gemacht, irgendwie so, ne? Und das fand ich für mich zu langweilig. Aber mittlerweile ist Instagram mein Lieblingskanal. Okay. Weil ich es liebe, einfach währenddessen ich eine Tasse Tee trinke, von oben nach unten zu scrollen und dann manchmal so Snippets sehe, wo einer, weiß ich, eine 80 Meter hohe Klippe runterspringt. Mhm. Das finde ich halt lustig. Ja, ja. Oder wenn mir einer zeigt, ein IKEA-Hack. Ja. Ist ja ein großes Thema von mir momentan, also Do-it-yourself-Dinger. So, und dann sehe ich das und dann gehe ich auf Pinterest und gucke mir da vielleicht Ideen an. Also es ist so ein Cross-Ding. Aber Instagram kann ich halt selber entscheiden. Und ich habe halt so viele lustige Themen manchmal. Ist das für mich reine Unterhaltung. Okay. Also, du hast schon viele Sachen gesagt, die ich so eins zu eins unterschreiben könnte. Und da kommt Instagram ja auch her. Ja. Also, es ist eine visuelle Plattform. Ja. So, damals ist das mit Fotos gestartet. Und da funktionieren dann halt auch Themen, die visuell gut funktionieren, besser als nicht so visuelle Sachen. Das sei es Dienstleistungen oder Produkte. Mhm. Also zum Beispiel Restaurant, du machst geiles Essen. So, das kann ich jetzt, keine Ahnung, in einer Facebook-Gruppe irgendwie schreiben, hier, wir machen geiles Essen oder was weiß ich. Wenn es Käseliebhaber sind und du verkaufst Käse. Genau. Aber das funktioniert, weil es ein visueller Inhalt ist, halt auch super auf Instagram, wo auch viele, kann ich auch erzählen, wenn wir reisen gehen, dann geben wir ein hier Best Food oder was weiß ich, gucken uns relevante Hashtags an und gucken dann, da wo wir sind, was für Fotos die auf Instagram gemacht haben. Ach, zu echt? Ihrem Essen. Das geht bei Instagram? Ja. Cool. So, weil es
Und das mit Essen funktioniert das halt super, weil es visuell ist. Und deswegen funktioniert das super. Dienstleistungen, sowas wie Reisen und sowas, sind ja meistens auch Dienstleistungen. Deine Frau arbeitet ja auch beim Dienstleister für Reisen. Mhm. So, das ist visuell funktioniert das super. So, du kannst sagen, wir waren in Split in Kroatien oder du hast ein richtig geiles Foto, mhm, Sonnenuntergang vom Hotel oder was weiß ich. Ja, ja. Und das sind halt Inhalte, die super auf Instagram funktionieren, weil die visuell sind. Und das machen wir ja auch, ne? Wir als Firma zeigen ja auch visuell, wie unsere, was wir so unser tägliches Doing ist. Genau. Ja, also wir zeigen, wie Johannes zum Beispiel mal beim Dreh ist, genau. Thomas oder was ich, Phil gerade eine Grafik erstellt oder so, dass man einfach auch sieht, das machen wir. Das hat ja bei uns zum Beispiel ganz gut funktioniert mit den Azubis. Genau, und bei unser Instagram-Kanal ist auch so, wenn man uns mitfolgen will auf unserem auf unserer Reise von Reise des Erfolgs. Das sei mal dahingestellt, aber von null, muss man ja sagen, haben wir ja auch heute Morgen schon drüber gesprochen, zu jetzt sind zwar erst 8 Monate, aber man kann schon sehen, was hier auch physisch passiert ist mit unserem Team und was weiß ich. Und wenn man dieser Reise folgen will, kann man super Storytelling über Instagram machen. Ja. Mit Stories. Genau. So, deswegen gibt es ja auch diese Funktion, dass man die Leute so transparent jetzt on the go mitnehmen kann. Ja. Und nicht irgendwie hochproduziert, sondern einfach so Transparenz und ja, authentisch. Ja, so Katzenvideos zum Beispiel sehe ich da gar nicht mehr. Nee. Oder bin ich, ist das einfach nur, weil ich nicht in der... Vielleicht ist das nicht deine, deine Bubble mehr, aber nee. Ja. Das war ja früher mal so Instagram, ne? Genau. Katzenvideos und Hundevideos. Ja, solche Themen, die funktionieren eigentlich immer überall okay. Gut. Ja. Das ist aber auch die Frage des Ziels. Aber prinzipiell Instagram, wenn man Storytelling machen will, Leute so mitnehmen will und wenn du visuelle Sachen hast, die funktionieren da einfach gut. Und dahingehend auch der Trend immer mehr Video. Mhm. Da haben die sich auch viel von TikTok abgeschaut, weil die haben natürlich auch gesehen, was die Mitbewerber so machen und dass das wohl sehr, sehr gut funktioniert. Und mit der Reel-Funktion versuchen die diese Themen halt auch immer mehr zu pushen. Ne? Dann LinkedIn, unser Lieblingsthema. Ich persönlich muss sagen, da, wo ich vorher gearbeitet habe, war das, also wir hatten nicht mal einen Account. Aber LinkedIn macht auch sehr viel Sinn für bestimmte Sachen. Also wenn du jetzt LinkedIn zusammenfassen würdest, für einen, der gar nichts mit Social Media zu tun hat, was würdest du sagen, was macht man da, was ist LinkedIn, das für eine Plattform? Ja, LinkedIn ist für mich quasi die lebende Visitenkarte. Ne? Mhm. Also man ist auf einer Messe, kriegt eine Visitenkarte von Dr. Jens Oldenburg. Schönen Gruß an dieser Stelle. Und geht dann abends im Hotel an seinem Computer, gibt LinkedIn ein oder Handy und sucht nach Dr. Jens Oldenburg. Und dann kann man sehen, was seine Passion ist, wofür er arbeitet, was er gerne macht. Also für mich eine Information und ein Vernetzen. Ich habe es jetzt nicht im Telefonbuch, sondern ich habe ihn bei LinkedIn. Und wenn ich mit ihm mal sprechen möchte oder mit ihm mal in Kontakt treten möchte, schreibe ich ihm eine WhatsApp oder einen Chat und er antwortet und schon ist man wieder connected. Also das ist so, ja, so eine Messe quasi, eine Kontaktmesse für im Bereich Business. Ja, und auch so ein bisschen, also vor LinkedIn hatte ich zum Beispiel mal eine Webseite, wo ich dann mein Portfolio und sowas hatte. Also das ist ja genau das, was du gesagt hast, so eine digitale Visitenkarte, wo ich dann gezeigt habe, was ich so alles gemacht habe. Und das macht man ja eigentlich auf LinkedIn, so dass du deinen Berufsalltag, Projekte, die du gemacht hast, Learnings, die du gemacht hast, die kommuniziert man über LinkedIn. Auf Instagram macht man halt nicht so viel Business-Sachen und deswegen ist es, glaube ich, auch B2B sehr, sehr, sehr lastig. Sehr B2B-lastig. Also wenn ich jetzt irgendwie dort, keine Ahnung, meine Katze hat heute geheiratet, poste, dann interessiert das also nicht so viel. Aber wenn ich sage, ich habe vielleicht eine neue Position, das wird ja bei LinkedIn auch immer sehr gefeiert, oder ich habe ein neues Business-Modell, das interessiert dann die Leute mehr, weil sie halt auch B2B, beziehungsweise ist das für einige ist das dann vielleicht auch ein Kontaktpunkt und zu sagen, ey, mit dem möchte ich mich mal connecten, finde ich. Also das ist privat, es findet eigentlich weniger statt. Ja, also
dieses digitale Visitenkarte finde ich echt cool. So portfoliomäßig auch. Ja. So ist es ja wirklich. Und damit will man ja die Leute, mit denen man privat abhängt, zum Beispiel aus dem Fußballverein, so mit denen bin ich über Instagram verbunden. Und die sehen dann vielleicht auch mal ein Foto von mir, wie ich im Urlaub bin und so. Aber das würde ich ja zum Beispiel nicht auf LinkedIn veröffentlichen, weil ich da verbunden bin mit anderen Geschäftsführern oder Leute aus dem Business. Und da publiziere ich dann relevanten Content für die, für diese Zielgruppe. Also genau, um es in Klamotten zu fassen, bei LinkedIn trage ich einen Anzug oder ein Jackett. Und bei Instagram kann ich auch eine kurze Hose und ein T-Shirt tragen. Oder? Ja. So kann man es doch beschreiben. Ganz grob kann man dazu. Ja. Also so aus meiner. Ja. Jetzt, ne? Und was man da halt auch super machen kann, ist, sich in seiner Nische als Experte zu positionieren. Wenn du in dem Thema Mehrweg, Dr. Jens Oldenburg, jetzt hatten wir den ja als Beispiel, zu dem Thema Mehrweg viel Content, viel, ja, eigentlich geht es immer über Content, wenn du zeigst, ich war hier auf einer Messe, ich war da, das sind neue Erkenntnisse, das sind Studien, kann man sich ja super über LinkedIn als Experte positionieren. Ja. Und wenn ihr ein Thema habt, was auch da erklärungsbedürftig ist, wo ihr mit eurer Expertise zum Ziel kommt, ist LinkedIn auch super. Ja. Ne? Dann würde ich gerne auf YouTube eingehen. War also erstmal, wie wird YouTube genutzt? Also wie nutzt du das? Und dann sag mal, wie unser Mann hinter der Kamera, wie der das wahrscheinlich nutzt. Hat er uns, glaube ich, schon mal erzählt. Also YouTube nutze ich am meisten von allen Social-Media-Plattformen. Da nutze ich einmal, um, keine Ahnung, Nordstory zu gucken. Oder, keine Ahnung, irgendwelche Dokumentationen, finde ich immer ganz gut. Und natürlich, habe ich ja gerade schon mal erzählt, weil ich ja gerade in so einem Do-it-yourself-Wahn bin und alles so selber machen möchte, ist das für mich die geilste Plattform der Welt. Ich habe letztens einen Zaun gebaut, einen Gartenzaun, habe ich doch vorher noch nie gemacht. Ich wusste nicht mehr, wie der richtig heißt. Jetzt steht er und dank YouTube. Und einfach machen. Aber da guckt man sich halt erst, was für eine Bohrmaschine brauchst du, was für ein, keine Ahnung, wie misst du das überhaupt aus und so. Ja. Ich liebe YouTube. Ich auch. YouTube könnte man ja, ist ja wie eine Bibliothek. Ja. Man kann den ganzen Tag da sitzen und sich Lexikas in Wort und Bild reinziehen. Und so easy. Ja. Aber du hast da auch gesagt, du nutzt es viel erstmal als Lexikon, wo du Sachen nachschlägst, also du suchst nach Themen. Ja, also ist für mich eine Suchmaschine, ja. Genau, und zu deiner Suche kommt dann immer die Antwort in Form eines Videos. Ja. Und da auch, die es von euch nicht wissen, Google gehört zu YouTube. In einer der letzten Folgen haben wir schon gesagt, 65% des Internet-Traffics sind jetzt schon Video. Und das ist einfach ein Indikator dafür, dass Video wird produziert, weil es auch konsumiert wird. Also pusht Google natürlich auch immer mehr Videoinhalte. Und probiert das mal einfach aus. Gebt bei Google ein Thema ein, wo ihr eine Frage zu habt. Wie schneide ich ein Video oder sowas? Und die ersten 5, 6 Suchergebnisse sind jetzt schon Videos. Das ist noch nicht so prägnant, aber das wird immer stärker. Und da, wenn du ein erklärungsbedürftiges Produkt hast, kann ich zum Beispiel nicht verstehen, warum du keine YouTube-Videos hast. Ja. Oder wenn du Service machen musst, wo der Kunde auch schon relativ viel von dem Service machen könnte, ohne dass du Probleme hast. Ja. Beispiel IKEA-Schrank oder irgendein Schrank. So, du kaufst den Schrank, denkst, ich fahre jetzt nach Hause und das wird super easy und baust das Ding auf und das ist eine reinste Katastrophe, weil du die Gebrauchsanweisung nicht verstehst. Ja. Schon ist die Vorfreude, so ich habe halt einen neuen Schrank und so gedämmt durch die Erfahrung des Aufbaus, weil du es nicht richtig hinkriegst. Und dem könnte man ja entgegengehen, indem man dann dazu zum Beispiel ein Video macht und du googelst dann, bevor du loslegst, Ikea-Schrank,
XY-Aufbau. Ja. Legst das einfach daneben und Schritt für Schritt führt er dich da durch und war super easy dann aufzubauen. So, das ist eine Möglichkeit, wie man YouTube benutzen kann. Andere ist halt Entertainment. Das macht ja unser Johannes ganz gerne. Genau. Irgendwelche Comedy-Videos reinziehen. Comedy oder Spiele, Gaming ist da ja auch ganz groß. Ich kann das nicht verstehen, wie Kinder oder Jugendliche oder auch Erwachsene 4 Stunden sich ein Video angucken, wo jemand ein Level spielt von ihnen, ein Shoot-and-Run-Game. Was ist daran denn geil? Also es gibt einen Grund, warum die Bundesligisten, die haben alle E-Sports-Teams. Also jeder. Es gibt eine eigene Liga dafür. Fußball kann ich es ja noch verstehen. Aber auch bei World of Warcraft oder was weiß ich, die füllen Arenen ohne Scheiß, wo tausende von Leuten in die Arena gehen und auf Jumbo-Screens die live beim Zocken zugucken. Ach, super. Also das ist eine Industrie, das ist auch eine der größten, also richtig heftig am Wachsen, wie viel Geld da zu machen ist. Aber wenn man das mal parallelisiert zum Beispiel, welche Videos auf YouTube auch mega funktionieren, sind Handwerker. Ja. Wo Leute Handwerkern beim Tun zusehen. Ja, ist ja genau das Gleiche. Ist ja eigentlich das Gleiche. Genau. Sozusagen. Kommt immer über das Thema. Ja. Ja, und wenn das Thema Gaming relevant ist, so dann werden Leute Gaming-Inhalte dort konsumieren. Weißt du, wer damit angefangen ist? Dreisat. Ja? Ja. Weißt du, wie? Nein. Wenn die nachts um 3 Uhr mit dem Zug von Berlin nach München fahren und die haben das die ganze Zeit aufgenommen, du kannst dabei sein. Kennst du das, die Serie? Ehrlich? Ja, das ist bei, ich glaube, es war Dreisat. Da bist du nachts, konntest du dann halt, ist ein Zug halt, wird durch die Gegend geeiert und mit der Kamera. Und du konntest halt die ganze Zeit dabei sein und dir das angucken. Boah. Ich sag's dir, das gibt's bei TikTok auch, wo Leute sich live filmen, wie die einen LKW-Simulator fahren. Und das gucken Leute stundenlang zu. Ja, aber das ist verrückte Welt. Anderes Haben Thema. Aber zu YouTube ganz kurz nochmal: Tutorials, Produktvorstellung, wenn du neue Produkte hast, kann man super machen. Anleitungen, dann Vlogs, da wollen wir ja auch hin, strategisch, dass wir das, was wir auf Instagram so ein bisschen Transparenz reinkriegen, dass wir das auch auf YouTube machen. Genau. Und dass man das Publikum einfach informiert. Ja, absolut. So, und dahingehend, wenn eure Firma ein erklärungsbedürftiges Produkt hat, bitte auf YouTube. Ja. So, dann würde ich noch gern auf 2 Social-Media-Plattformen eingehen. Ja. TikTok haben wir jetzt heute schon ein paar Mal drüber gesprochen und Pinterest. Ja. Wenn du an Pinterest denkst, woran denkst du da? An ein Buch voller Ideen. Zur Gestaltung. Also Beispiel, ich wollte letztens einen Sandkasten bauen oder das Zimmer meines Sohnes streichen. Dann gibt man einfach ein Jugendzimmer Ideen und es kommen 5 Milliarden Ideen, aber meistens ja Weiterverlinkung, das ist ja das Motto von Pinterest. Aber dann hat man zumindest schon mal so ein paar Ideen gesammelt. Als wir das Büro hier einrichten wollten, habe ich dir auch 1000 Bilder geschickt. Das war meistens von Pinterest. Großraumbüro, Einrichtung, Ideen. Ja. So, dafür ist es mega. Und überleg mal, was für ein krasser Mehrwert das ist für gerade so Dekoration. So Gartenlandschaftsbauer fällt mir da gerade ein. So kreative Sachen, ja. Wo du Inspiration brauchst. Das ist ja dann immer so, ne? Du willst jetzt ein Büro und meistens suchst du dann ja aktiv nach solchen Themen. Mhm. Keine Ahnung, gesund essen oder coole Geschenkideen. Genau. So, und wenn du da dann einfach direkt, dein Pin ist oben irgendwo, dann ist das ein Klick weg vom Verkauf. Ja. Das ist einfach so, weil wenn du zum Beispiel dann Leute bauen ihren Garten gerade um, dann geben die das entweder bei Google ein oder vielleicht dann auch bei Pinterest, kreative Gartenlösung. Und bei diesem Pin ist deine Blume ganz oben. Ja. Und dann klickst du da drauf, dahinter ist dein Online-Shop, zack, verkauft. Ja, das geht echt schnell bei Pinterest. Aber Pinterest bietet auch Mehrwert, finde ich. Es ist jetzt nicht einfach nur so eine Quatsch-Plattform, sondern die bieten auch richtig Mehrwert. Genau.
Und es ist auch dahingehend ähnlich wie bei Instagram, der visuelle Aspekt und dieser kreative, der ist. Das Auge ist mit. Genau, der ist vorne und da funktioniert das halt auch super. Also wenn du ein Produkt hast oder eine Dienstleistung, die visuell ist und wo man so auf Inspiration einspielen kann, geht bitte auf Pinterest. Ja. Haben wir auch Kunden, wo wir das jetzt machen werden. Super interessante Plattform und guck mal bei Unternehmen, ich mache das immer gerne, wenn ich auf die Webseite gehe, gucke ich immer, wo die sind. Ja, ja. Wie wenig da auf Pinterest sind. Eigentlich schade. Genau, und letzte, wo ich drauf eingehen wollen würde, TikTok. Bin ich ganz raus. Ja. Nutze ich nicht. Warum? Also nutze ich in der Bubble der rplc.de, aber sonst nutze ich das über, also höre ich da zumindest öfters. Aber Berührungspunkt habe ich mit TikTok gar nicht. Weil für mich ist TikTok Gangman-Style, rauf und runter. Also Tanzvideos. Ja. Aber du sagst mir jetzt das Gegenteil, ich weiß. Aber mich interessiert TikTok nicht, weil da meine Enkelkinder alle rumhängen. Das Beängstigende ist, dass jeder das sagt, der da nicht drauf ist. Aber ich sage es dir, wenn du da drauf bist, ist das eine der am süchtig machendsten Plattformen, die es gibt. Okay. Weil die so krass deinen Dopaminausstoß, die wissen ganz schnell, was du magst und was nicht und das zeigen die dir halt. Und soll ich mich da mal anmelden? Ich weiß Bist du da angemeldet? Ich habe mich da angemeldet aufgrund von vielen Kunden, die wir da jetzt betreuen. Und dann musst du ja auch selber so ein bisschen aufpassen und gucken. Und die Plattform ist echt unterschätzt bei Firmen. Also was ich da gesehen habe, zum Beispiel ganz viele so Sparkassen und sowas, also Banken sind da unterwegs, machen da Personalmarketing, so, die machen dann da witzige Sachen, die glaube ich auch bei der jungen Generation gut ankommen, aber auch da gibt es Inhalte, die man da super spielen kann. Man sagt ja meistens so, ich habe ein B2B-Thema, ich kann da nicht hin, so, aber Herr Anwalt heißt der Kanal, der spricht über Gesetze. Und das ist einer der erfolgreichsten TikToker überhaupt. Der hat 100.000-fache Aufrufzahlen, Kommentare. Der spielt auch so viele Themen bei denen ein. Und der ist Jurist. So, und du hast das im Kopf. Da tanzen die alle nur. Das ist nur Quatsch-Content. Das ist das Image, was TikTok mir gegeben hat. Genau. So, aber wir haben ja auch gelernt, wir haben auch einen Kunden zum Beispiel, der ist ja auch super aktiv und das ist auch sehr erfolgreich. Genau. Obwohl er eigentlich B2B ist und denkt, da wird nur getanzt. Genau. Ja. Und dahingehend für Unternehmen auch super unterschätzt. Aus meiner Sicht kann man dort sehr, sehr gutes Personalmarketing machen und sich halt auch transparenter darstellen und nicht immer so ernst. So, wenn wir jetzt wieder auf das Klamottenbeispiel hinkommen, so du bist bei LinkedIn mit dem Anzug und dann ist nachher irgendwann Aftershow-Party am Stand und dann hast du die Krawatte nicht mehr hier, sondern um den Kopf. Das ist dann TikTok. Okay. So, wenn du auch mal so aus dem Nähkästchen und so. Ja, okay. Johannes sagte mir gerade, wir sind schon bei 40. 40 Minuten, boah, krass. Krass, ne? Aber das Thema fand ich heute sehr interessant. Ja, weil mir ist einfach wichtig, ja, ich bin auf Instagram, ja, wieso? Ja. So, und dass man einmal beleuchtet, wo sind die Vorteile von jeder Plattform und das kostet einfach immer Ressourcen, wie viel Budget will ich in welche Plattform reinstecken? Ja, und ich habe so erfahren in dieser Serie heute, in dieser Folge, dass auch mal ausprobieren, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist. Genau. Mit den Gruppen bei Facebook, dass man nicht partout sagen sollte, nee, Facebook nutzen wir gar nicht oder wollen wir das gar nicht tot. Nutzen. Genau. Dass man auch solche Sätze vielleicht gar nicht immer für sich. Ja. Diese Stammtischparolen. Genau. Da haben wir ja so ein bisschen, da machen wir mal eine Folge raus. Ja, Stammtischparolen. Wir räumen mit Stammtischparolen auf und nehmen uns dann irgendwie so 10 Stück oder so und nehmen die mal richtig auseinander mit Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Aber es ist auch wichtig, wenn du jetzt, sagen wir, aus der Bubble des Marketing bist, dass du dir auch mal sagst, pass auf, ich mag vielleicht TikTok nicht, aber ich gucke mir es trotzdem an, weil es dem Kunden vielleicht dient. Du musst immer am Zahn der Zeit bleiben. Ja. Und gerade beim Anfang von Plattformen, ich sage nicht, man soll jeden Trend mitgehen, aber meistens ist es da günstig, Reichweite zu bekommen. Ja.
nach dem Motto, du sollst nicht mit jedem Trend mitgehen, aber du sollst mit jedem Trend mitgehen. Ja, so ungefähr. Aber da gut. Auch wieder, ich fühle mich da manchmal wie so eine Schallplatte, die sich immer wiederholt. Das Ziel. Ziel, so, genau. Bitte. Und Budget. Also ja. Social Media kostet Geld, also ja. Sollte es auch ein Ziel erfüllen, ja. Was man dann nachhalten kann, wo man auch Ziele, die realistisch sind, wo ja. Man sagen kann, hey, das hat uns das jetzt im letzten Jahr gekostet, ja. Dass wir Instagram gemacht haben, das ist dabei rumgekommen. Aber du hast mich jetzt mit deinem Ziel gequatscht, ne? Im positiven Sinne ja schon so beeinflusst. Ne? Wir waren letztens eine Pizza essen und da gab es entweder, Rucola oder Margarita oder Hawaii und ich konnte mich nicht entscheiden. Und dann habe ich so, Julian würde jetzt sagen, was ist dein Ziel? Ja, und dann habe ich gesagt, ich würde einfach eine leckere Pizza essen. Und dann habe ich mich nachher für eine Hawaii entschieden, weil das mein Ziel war, weil ich das wusste. Ich wollte eine Pizza essen und die sollte gut schmecken und ich wusste, Hawaii schmeckt immer. Ja. Und deswegen war mein Ziel eine gute Pizza, also habe ich mir eine Hawaii. Aber du hast recht, alles im Leben ist Ziel, beziehungsweise ist zumindest mal drüber nachzudenken, was möchte ich damit erreichen, egal ob im Privaten oder Business. Genau. Und im Business funktioniert das echt gut. Genau. Und das Ziel ist das Wichtigste und dann das Zweite ist, ich möchte auch Cristiano Ronaldo sein. Ja. Weißt du? Ja. Aber wenn ich bei Cristiano Ronaldo bin, ist ein sehr, sehr hohes Ziel, da ist ja immer ein Weg. Ja, der Weg ist das Ziel. Genau, und da ist bei ganz vielen gar nicht so bewusst, okay, wenn ich eine bestimmte Reichweite bei Social Media haben will, dann ist das ein Weg. Mhm. Und da können wir nicht heute und morgen über diesen Weg sprechen, sondern wie beim Fußballtraining oder was weiß ich, das ist eine Entwicklung ja. Und das dauert. So. Ja, aber das sind ja so Case Studies, die wir ja auch schon mittlerweile vorweisen können. Wir hatten ja am Anfang gar nichts, aber mittlerweile können wir auch aus Erfahrung sagen, es klappt. Genau, Formate, die wir ein halbes Jahr, da werden ja jetzt einige Videos kommen, wo wir das mal offenlegen, mhm. Können wir dann hier auch besprechen, sagen wir euch auch auf jeden Fall Bescheid, wenn wir das fertig haben, weil da kann man dann das über, dass wir mal quatschen, auch mal harten Zahlen da an Fakten zeigen. Nicht nur quatschen, sondern auch liefern. Ist so. So, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart, vielen Dank an Johannes Wiedert nochmal, der wunderbar das Video live geschnitten hat und Julian natürlich wieder Expertise par excellence. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch an alle unsere Kollegen, die immer ruhig sind in der Zeit, wir quatschen. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.